Der 8. Mai ist ein ganz wichtiger Gedenktag in unserer Stadt, der ebenso bedeutungsvoll ist wie der 27. Januar, der 13. Februar, der 8. Oktober oder 9. November. Und wir können sehr froh sein, dass wir diese Zeit selber hier nicht erlebt haben, wo von deutschem Boden Krieg ausgegangen ist, wer über Europa und dann auch auf den deutschen Boden zurückgekehrt ist. Gerade hier an diesem Ort des sowjetischen Garnisonsfriedhofes sind viele Sowjetbürger, Soldaten begraben, die damals an der Befreiung Deutschlands mitgewirkt haben. Und diesem gedenken wir. Und wir sind sehr froh, dass wir eine sehr intensive Freundschaft gerade mit unserer Partnerstadt St. Petersburg prägen können. Und ich bin immer tief beeindruckt, gerade wenn ich in der Gedenkstätte in St. Petersburg bin, der 900-tägigen Blockade Leningrads damals. Und ich bin überrascht, wie freundlich die Menschen uns gegenüber, uns Deutschen gegenüber, uns Dresdnern gegenüber sind, wo wir doch so viel Leid über die russische, die sowjetische Bevölkerung gebracht haben. Und das gilt es zu würdigen, es gilt die Freundschaften zu pflegen und daran arbeiten wir. Und deswegen wollen wir gerade am 8. Mai auch diese Freundschaft in den Mittelpunkt unseres Gedenkens stellen, aber eben auch der vielen, vielen Opfer auf der anderen Seite gedenken.